Ich bin Thomas Herrmann, ich bin Chefarzt in der Medizinischen Klinik 1 im Westküstenklinikum in Heide. Beruflich bin ich Gastroenterologe, das heißt Spezialist für Magen-Darm-Erkrankungen, und Onkologe, das heißt Spezialist für Krebserkrankungen. Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen beim Mann und bei der Frau. Jährlich erkranken in Deutschland etwa 55.000 Menschen an Darmkrebs, etwa 25.000 Menschen sterben jährlich daran. Eine Besonderheit beim Darmkrebs ist im Vergleich zu vielen anderen Krebserkrankungen, dass es wirksame Früherkennungs- und Vorsorgemaßnahmen gibt. Bei uns in den Westküstenkliniken bieten wir die gesamte Diagnostik und alle therapeutischen Maßnahmen, die beim Darmkrebs zum Einsatz kommen, an. Nehmen Sie Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen wahr.